Ciao a tutti, essen muss jeder und wie oft kommt ihr nach der Arbeit, nach der Uni oder nach der Schule nach Hause und denkt euch, jetzt eine leckere, schnelle Nummer? Da habe ich einen sehr, sehr guten Tipp für euch, denn heute gibt's Spaghetti, Aglio e Olio e Peperoncino. Es wird richtig gut! Und was brauchen wir für diesen Leckerbissen? Das ist nicht viel, das ist gutes Olivenöl, das ist frischer Knoblauch, frische Peperoni und frische Petersilie. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das schmeckt so phänomenal geil gleich. Und ich weiß, dass bei diesen Gerichten gerade die Knoblauchfans Aglio in Massen gerne sagen würden, guckt da wirklich, dass ungefähr genauso viel Knobi wie Chili und auch Petersilie nachher im Gericht ist, denn nur dann entfacht es oder entfaltet es auch einfach wirklich seinen kompletten Geschmack, wie es sein soll, ohne dass eine Komponente jetzt irgendwie extrem dominant ist. So, wir fangen einfach schon mal an, hier die ganzen Sachen zu schneiden. Dazu nehme ich mir einfach erstmal hier den Knobi. Nehmen als nächstes die Chili mit Kern. Je mehr Kerne und je näher wir hier vor allen Dingen hier an den Stielbereich kommen, desto brutaler wird's. Und wie ich eingangs halt schon gesagt habe, ne, es ist halt wichtig, dass ihr das gleiche Verhältnis aller Zutaten am Ende halt hier gemeinsam im Topf habt. Und jetzt ungefähr passt der Peperoni-Anteil auch gut zum Knoblauch-Anteil. So, stellen wir zur Seite. Und jetzt kommt das Grünzeug, unsere Petersilie. Am besten knüttelt ihr da die dicken Stiele jetzt erstmal hier noch eben ab und dann einfach so einen dicken Haufen zusammen. Erstmal, zack, und schneidet es dann erstmal grob kurz runter und wir halt nachher einfach nicht mehr die ganz großen Blätter nur da drin haben. Wer es nicht so mag, der hackt halt einfach ein bisschen länger und nimmt sich vielleicht auch ein größeres Schneidebrett als ich. Und so clever wie ich war, ich habe euch am Anfang gesagt, Leute, das wird eine schnelle Nummer, habe ich natürlich schon einen Topf fürs Wasser aufgesetzt. Das kocht jetzt auch schon, das können wir salzen. Und rein mit den Kleinen. Jetzt bereiten wir schon mal alles für unsere, ja, nennen wir es mal Soße vor. Geben halt ein bisschen gutes Olivenöl in die Pfanne. Dann holen wir uns schon mal die anderen Zutaten mit rein, also vor allen Dingen Knoblauch und die Chili. Wir tun jetzt auch schon mal ganz, ganz bisschen was von der Petersilie dabei. Da verwarmen wir uns noch eine große Menge, aber das lassen wir jetzt schon mal so ein bisschen vor sich hin brutzeln, dass sich die Geschmäcker so ein bisschen entfalten. Und ich kann euch nämlich verraten, die Kamerafrau, die liebe Lisa, die ist nämlich so ein ganz heißer Feger. Ich glaube, dir wird das schmecken, weil du stehst ja auf scharf, hast du gesagt, ne? Auf jeden Fall. Je schärfer, desto besser. Ja, dann ist das, glaube ich, für dich hier eine sehr, sehr runde Nummer. Und ich hoffe für euch da draußen auch. Guck mal hier, Lisa, hier haben wir auch schon mal so ein bisschen, passiert auch schon in der Pfanne was. Boah, ein Träumchen. Tolle Farben, ne? Grün, weiß, rot, welch Zufall. Denn jetzt haben wir hier ungefähr auch die Stelle erreicht, an der wir jetzt die Pasta hinzufügen. Die nehme ich jetzt direkt aus dem Wasser. So, dann geht auch noch ein ganz bisschen Nudelwasser mit rein. Und dann kommen sie hier rein. Zack. Keine Nudel vergessen, ne? Das wäre jetzt wirklich tragisch, denn wir haben ja beide großen Hunger. Jetzt geben wir fast den ganzen Rest der Petersilie dazu. Da könnt ihr mal gucken, wie viel ihr noch braucht. Und dann kriegt das Ganze einen guten Schwenk. Und zu guter Letzt kommt noch so ein bisschen frisches Olivenöl dazu. Mmh. Mmh. Und dann richten wir direkt an und essen auch sofort. Hä? Yay! So, und wie es das Schicksal so will, habe ich natürlich einen Teller vorbereitet. So. Und wir richten an. Zack. Und was ihr jetzt am Schluss noch machen könnt, ihr müsst es nicht machen, frischer gemahlener Pfeffer. Zack, noch ein bisschen was über die Nudeln. Ich mag das ganz gerne, deshalb mache ich das. Und so sieht dieser leckere Gaumenschmaus dann aus. Buon Appetit!
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe noch viel mehr, euch wird's schmecken. Wenn, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert hier fleißig mit, abonniert den Kanal und die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt doch gerne irgendwie Rezeptwünsche mal in die Kommentare, denn auch das können wir bei Zeiten umsetzen. Also Leute, reingehauen, wir sehen uns. Ciao.